Welt. Draußen sind die Hunde und wir sind hier im Die Neuen Helden Adventskalender. Ich habe hier heute eine ganz spannende Interviewpartnerin bei mir, Bettina Westphal. Sie ist Leiterin einer Grundschule hier in der Nachbargemeinde Adelsried und hat ja gerade in dieser Zeit auch der Pandemie wirklich noch viel mehr Herausforderungen, als sie eh schon hatte. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute Zeit gefunden hat, um mir mal so ein bisschen mehr davon zu erzählen, was sie so täglich umtreibt, welche Gedanken sie sich macht, was sie in kleinen Kindern sieht und was sie auch bei vielen Gesprächen mit Eltern bewegt. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, gerne. Und Bettina, am besten stellst du dich noch ein bisschen besser vor, damit die neuen Helden einen Eindruck haben. Also ich bin Bettina Westphal. Ich bin tatsächlich gebürtige Westfälin und bin zum Studium nach Bayern ausgewandert und dort hängen geblieben. Bin seit über 25 Jahren Grundschullehrerin und seit 13 Jahren Schulleiterin einer zweizügigen Grundschule, ja, vor den Toren Augsburgs. Wie groß ist die Grundschule? Das sind 150 Kinder, 8 Klassen. Unsere letzte Kombiklasse führe ich jetzt gerade als Klassleitung, also ich bin nicht nur Schulleiterin, sondern auch noch Klassenleiterin, einer 3-4-Mischung. Wir hatten in den letzten 12 Jahren alle Klassen jahrgangs kombiniert und haben jetzt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen wieder auf jahrgangsreinen Betrieb sozusagen umgestellt. Ich bin jetzt ja aus dem Thema Grundschule lange raus. Wie groß sind denn eure Klassen? Die Klassenstärke sind im Moment, es ist sehr schön, sind Zahlen um die 20 Schulkinder in einer Klasse. Mhm. Also ein wirklich gutes Arbeiten ist möglich. Eine ganze Menge. Ja, sag mal, wie hast du denn die Pandemie erlebt? Ich finde, das ist ja, oder erlebst du sie noch? Wir sind ja mittendrin, wir sind jetzt im zweiten Lockdown. Ich glaube, heute erster offizieller Ferientag, oder? Nein, für die Lehrer nicht. Für die Lehrer ist Dienstpflicht noch heute und morgen. Für die Kinder gäbe es heute eine Notbetreuung, die aber von den Eltern heute und morgen bei uns nicht in Anspruch genommen wird. Aber wir hatten Kinder in der Notbetreuung seit Mittwoch letzter Woche. Und was hast du da so besonders erlebt bei den Schülern, bei den Lehrern? Da gab es ja bestimmt auch große Unterschiede, wie die mit dem Lockdown und mit dem Virtuellen umgegangen sind, auch bei den Eltern. Also bei uns muss man sagen, wir waren die erste Schule, die schließen musste Anfang März. Ja, stimmt, unser Kreis war so betroffen, ganz zu Anfang. Genau, wir hatten eine Schülerin, die sich angesteckt hatte. Und es war wirklich so für mich eine Nacht- und Nebelaktion, also dass ich praktisch mittags die Kinder nach Haus geschickt habe und dann vom Schulamt die Nachricht kam und am nächsten Tag ist ihre Schule zu. Und dann heißt es erstmal, okay, was passiert jetzt? Das heißt, es gab ja auch keine anderen Schulen, wo du schon schauen konntest, wie die damit umgehen. Nein, es gab noch keine Schule und ich war sehr dankbar, dass wir seit vielen Jahren eine Homepage haben, die über Moodle läuft, mit integriertem virtuellen Klassenzimmer für die Kinder. Und die Dritt- und Viertklässler waren schon in diesem, ich nenne das jetzt einfach in diesem virtuellen Raum unterwegs, kannten schon Tagespläne, kannten schon unsere sogenannten Kurse, die aufgebaut sind mit Erklärvideos, mit Arbeitsblättern zum Runterladen, mit Learning-Apps zu den entsprechenden Themen. Die Kleinen, die 1-2er, waren da jetzt noch nicht so firm und jetzt galt es also in möglichst schnell Unterrichtsstoff vorzubereiten, den die Kinder alleine möglichst selbstständig erledigen können. Ja, was man so am Anfang denkt, man macht dann so seine Erfahrungen. Ja, aber auch im Kollegium und die Unsicherheiten, Kolleginnen, die eigentlich nicht arbeiten konnten, weil die eigenen Kinder ja dann eine Woche später auch zu Hause waren. Also auch diese Doppelbelastung, die klassische Doppelbelastung der Frau. Ich soll gleichzeitig aus der Ferne meine Klasse führen und muss aber zu Hause sehen, dass meine eigenen Kinder den Unterrichtsstoff bewältigen. Das war's. Dann die Eltern beruhigen. War sehr spannend, war sehr aufwühlend, hat unser Kollegium mit Sicherheit zusammengeschweißt, weil auf einmal war nicht mehr jeder für seine Klasse verantwortlich, sondern man musste jetzt einfach teilen. Man musste sich jetzt untereinander viel mehr helfen. Man war gezwungen. Hast du da ein Erklärvideo dazu oder wie macht man das? Also ganz klar ist es, dass die Lehrer unterschiedlich unterwegs sind, was das digitale Lernen angeht. Und zwar habe ich auch dazu lernen müssen. Ich habe nämlich gedacht, dass die jungen Kollegen automatisch, weil sie doch, wenn sie von der Uni kommen, fit sind und die älteren Lehrer, so wie ich jetzt, immer Schritt für Schritt nachlernen.
Aber das hat wohl gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern das hat tatsächlich mit der Bereitschaft zu tun, sich auf etwas Neues zu stürzen und den Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Und gab es da auch positive Überraschungen? ja, für mich schon, dass eine ältere Lehrkraft, von der ich immer gedacht habe, die geht so ihren Weg, die ist sehr überzeugt, sehr strukturiert, sehr klar. Also eine tolle Lehrkraft. Aber ich hätte der nicht zugetraut, dass die sich zu Hause hinsetzt und mal eben so, wir brauchen so pro Kurs 5 bis 8 Stunden, bis wir so einen zusammengebaut haben, für die Erst- und für die Zweitklässler solche Kurse zusammenstellt. Und dann auch spannend zu sehen, wie jeder Lehrer unterschiedlich mit den Eltern seiner Klasse und den Kindern umgeht. Lehrerinnen, die mit dem Rad rumfahren und über den Gartenzaun winken und ein paar freundliche Worte zu den Erstklässlern sagen, die ja völlig verunsichert zu Hause hocken. Andere, so wie ich, wir haben dann versucht, Videochats zu machen. Zoom durften wir ja nicht machen. Also da kommt ja dann wieder der Datenschutz. Was darfst du überhaupt machen? Also ihr Was habt doch viel geht? exploriert in der Zeit, Es was ihr war, ja. überhaupt dürft und was Dann ihr könnt, was natürlich das umsetzbar ist. Schulamt, beziehungsweise das Kultusministerium, was dann dich als Schulleiter bombardiert. Die Mails kommen sehr gerne freitags nachmittags oder sonntags mittags und sind dann bitte bis zum Montag Das umzusetzen. ist ja was, das hat mich ja wirklich sehr imponiert. Und ich glaube, das war auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, lass uns diesen Podcast zusammen machen, als wir kürzlich hier sonntags zusammensaßen. Und du dich fragtest, wird morgen Schule sein? Ich weiß es nicht, oder Mittwoch. Und ich hatte noch den Eindruck, dass ihr als Schulen etwas früher informiert werdet, aber ihr werdet quasi genauso informiert wie wir alle. Wir erfahren es aus der Presse. Es ist wirklich so, und ich bin auch ganz froh, dass mein Elternbeirat das weiß, dass er mir das auch glaubt, dass ich sage, sobald ich etwas weiß, setze ich Elterntelegramme, Elternbriefe, Nachrichten auf unsere Homepage in den internen Bereich, den kann jeder sofort lesen. Der ist wirklich immer auf dem aktuellen Stand, aber letztendlich wissen Eltern und ich zur gleichen Zeit durch die Presse, was jetzt passiert. Ich hoffe, dass ich am 7. oder 8. Januar weiß, ganz konkret, wie es am 10. Januar weitergeht. Ob ich einen Wechselbetrieb habe, ob ich Distanzunterricht habe oder ob ich Distanzlernen habe. Das sind ja auch die vielen vogelwilden Begriffe. Aber dass es weitergeht, das steht fest. Ach, was mir noch einfällt, ist, ich habe das jetzt gemerkt, wir haben ja letzte Woche auf Distanzlernen sozusagen umschwenken müssen. Die Kinder waren ja ab Mittwoch zu Hause. Und da war ich froh zu sehen, wie relativ entspannt die Lehrer und die Kinder waren. Das kennen wir schon. Das ist nicht schlimm. Du lädst uns den Tagesplan hoch, du sagst uns, wo wir was gucken müssen. Du strukturierst uns das, Frau Westphal, du machst das und wir machen das und wir können dich immer anschreiben, also übers Mitteilungssystem und dann antwortest du uns. Die sind entspannt gegangen. Was noch interessant war, als die Kinder im Sommer im Was war es? Juni, Juli kamen ja die einzelnen Klassen dann wieder zurück in den Präsenzunterricht, in Wechselbetrieb, aber Präsenzunterricht wenigstens. Die haben sich gefreut. Die haben sich tierisch gefreut. Wir alle haben uns gefreut. Wir Lehrer haben uns gefreut, endlich wieder Menschen vor uns zu sehen, Kinder. Und die Kinder waren so dankbar und haben sich gefreut. Da war überhaupt kein Gemotze mehr oder das Infragestellen. Eltern haben sich gefreut. Also das war wirklich so, dass ich glaube, sowohl Kinder als auch Lehrer und Eltern gelernt haben, wie wichtig Schule ist, wie wichtig Präsenz ist in der Schule. Wie wertvoll auch das Zusammensein, Zusammenlernen, Zusammenerleben ist. Genau, und wie wichtig eigentlich Beziehung ist, wie wichtig Beziehungslernen ist, dass man das durch digitales Lernen überhaupt nicht ersetzen kann. Also für mich ist auch digitales Lernen eine Begleitung, die ist wichtig. Ich möchte weiterlernen, ich möchte meine Schulkinder da weiterbringen, aber sie ersetzt niemals den Kontakt zwischen Lehrerin und Kind. Ich finde es spannend, weil du ja sagst, da hat ja auch Beziehungslernen wieder so richtig Wertschätzung erfahren. Ja? Eltern haben plötzlich gemerkt, es ist mehr als ein Kind abzugeben. Wie schön ist es, dass es da viel leichter lernen kann? Welche Art von Wertschätzung habt ihr noch erfahren? Vielleicht eher durch die Pandemie? Da gibt es verschiedene Aspekte. Eltern haben uns auf einmal wertgeschätzt, weil sie jetzt genauer hinschauen mussten, was Lehrer eigentlich am Vormittag alles leisten, wie ein Lehrer versucht, möglichst so individuell wie möglich auf ein Kind zuzugehen, dass man nicht einfach irgendwelchen Lehrstoff so erklären kann, so über ein Kind rüberstülpen kann, wie man das vielleicht denkt, sondern dass es da Wie schon, erklärt man dann schriftliche ja Division, genau, ne? wie viel Geduld ein Lehrer haben muss, hat eine Mama hat mir gesagt, ich weiß nicht, wie sie das aushalten und sie müssen das gleich mit 20 machen und ich habe nur eins hier zu Hause und schafft es nicht.
Also ich habe dafür absolut höchste Wertschätzung. Dann hat es mich gefreut, das war jetzt speziell an unserer Schule, dass der Großteil der Eltern gesagt haben, hey, gut, dass ihr schon vor 5 Jahren, als alle noch gesagt haben, wofür brauchen Grundschüler Laptops und alles, dass wir einfach einen großartigen Sachaufwandsträger, einen großartigen Schulverbund hatten, dass wir praktisch viele Geräte in den Klassen hatten, sodass Dritt- und Viertklässler bereits lernen konnten, mit Laptops zu arbeiten. Wir waren einfach schon digital ausgestattet. Das hat sich sehr ausgezahlt. Wir waren nicht wie andere Schulen, die Panik hatten, die vielleicht einen Klassensatz Tablets hatten oder so, sondern unser System stand. Und unser System ist nicht wie so eine offiziell anzuwendende Plattform ständig abgestürzt. Wir waren immer online. Wir haben es immer geschafft, Kontakt zu Eltern herzustellen. Ja, im Kleineren, aber es hat funktioniert und das ist einfach wichtig. Und da kann man, glaube ich, auch sehr dankbar sein. Ich glaube, da gibt es ja teilweise Shitstorms Richtung Digitalisierung, dass das alles nicht schnell genug geht. Aber ich finde, wir können da hier für deine Schule echt dankbar sein, dass das so früh passiert ist und auch alle Player, die da... Ja, und ich denke, es ist halt so, Grundschule und digitales Lernen ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes als jetzt Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2. Bei der Grundschule ist es so, dass viele Eltern doch noch sehr, sehr skeptisch sind und denken, oh, mein Kind soll am Laptop sein, das möchten wir gar nicht, die Eltern habe ich. Ich habe aber auch die Eltern, die sagen, oh, ich mache ihnen das, also gerade vor allen Dingen Väter neigen dazu, mir dann Vorschläge zu machen. Sie würden mir ein ganz neues System hinstellen. Ich könnte alles zoomen. Ich soll doch bitte sofort den Unterricht einfach nach Hause nehmen. Wo ich dann sage, halt, stopp. Ich bin als Schulleiterin für alle zuständig. Alle sollen sich wohlfühlen. Alle müssen mitkommen. Ich kann nicht die... Und du kannst nicht das schnellste System aufsetzen, wenn es für manche gar genau, nicht... Genau, wenn manche Eltern zu Hause nicht mal vielleicht einen Laptop haben oder die nur Handys besitzen. Was mache ich mit meinen zwar wenigen, aber doch Migrantenkindern? Ja, die habe ich ja auch. Du hast eben, das fand ich schon spannend, so erzählt, ne, welches... In Neudeutsch heißt das hier schön Stakeholder, ne? Also Menschen, mit denen du als Schulleiterin zu tun hast und deren Erwartungen du irgendwie zusammenführen musst. Ich dachte ja ursprünglich nur an Schüler, Eltern und natürlich die Lehrer. Wen hast du noch im Blick, wenn es so um dein tägliches Arbeiten geht? Die Schulkinder sind natürlich für mich das Wichtigste und an der zweiten Stelle natürlich die Eltern. Das Kind in Verbindung mit seinen Eltern. Das Kollegium ganz klar, aber es ist ja auch so, all die Stellen, die mich unterstützen, um ein Kind zu fördern, das sind die ganzen Beratungsstellen. Wenn ich ein Kind testen lassen möchte, weil ich sage, da stimmt was nicht mit der Rechtschreibung, ich kann keine Diagnose stellen, ich hole mir Hilfe von den Beratungsstellen, von der Schulpsychologin. Wir haben eine Jugendarbeiterin, eine ganz tolle an der Schule, die auch in Corona-Zeiten unheimlich hilfreich war, die Eltern unterstützt hat aus der Ferne, wie sie Kinder in ihrem, ich sag mal, Lockdown-Lernen unterstützen können, weil die Kinder zu Hause nicht das gemacht haben, was sie vielleicht in der Schule gemacht hätten, sondern weil es zu Hause viele Reibungen gab, so haben mir Eltern erzählt, weil sie nicht machen wollten, weil sie gedacht haben, es sind einfach die Never-Ending-Ferien und da eine Alltagsstruktur hinzubekommen. Gut, die Jugendarbeiterin, manchmal das Jugendamt, der Elternbeirat, der einfach ganz wichtig ist, finde ich, den brauche ich im Boot, der die Sorgen von Eltern sammelt, der Schulkonzepte hinterfragt, ja, der eigentlich auch als Gremium versucht, dass es allen Kindern und Eltern und Lehrern in der Schule gut geht. Wen haben wir noch? Oh, dann habe ich natürlich den Sachaufwandsträger, den Schulverband, den Bürgermeister. Mein Schulhaus platzt aus allen Nähten. Ich brauche noch mehr Laptops. Ich brauche eine neue Dokumentenkamera. Das muss alles finanziert werden. Das muss alles geprüft werden, ob es sich lohnt. Ich muss Gemeinderäte überzeugen von der Wichtigkeit meiner Vorstellungen. Ich muss die auch mit ins Boot holen. Den Förderverein, der besondere Projekte finanziert, zum Beispiel Selbstbehauptungskurse für die Viertklässler, die natürlich von unserer kleinen Dorfschule dann in die große Schulwelt, stell dir das Schulzentrum in Neuses vor mit 1500 Schülern, die man einfach stark machen muss in dieser Welt. Dann habe ich natürlich das Kollegium, ich muss mich darum kümmern um Fortbildungen, ich habe meine direkten Vorgesetzten, das Schulamt. Ich habe Herrn Piazzolo, unser Kultusminister, der mit seinem Team
also im Ministerium, Verordnungen erlässt, aus denen ich dann wieder Konzepte entwickeln muss. Ich glaube, ich habe 5 Hygienekonzepte, also die ändern sich immer. Also die Rahmenbedingungen unseres Hygienekonzepts ändern sich immer. Sicherheitskonzepte, was auch immer, was wir alles für jede Schule brauchen. Ja. Warte. Hast du auch mit anderen Schulen zu tun? Ja, was das digitale Lernen angeht, haben wir einen ganz tollen Schulverbund mit Welden, Emmers Account, Altenmünster, weil wir alle 4 das gleiche digitale Medienkonzept haben. Also wir haben das zusammen geschrieben. Altenmünster war der Vorreiter, das ist eine Medienschule. Und wir sind dann vor Jahren an Bord gekommen. Es gibt Mikrofortbildungen für alle Lehrer. Wir haben Barcamps, also für die 4 Schulen zusammen. Also wir nutzen praktisch alle Synergieeffekte, die sich geben. Und das macht es auch wieder leichter. Also ich finde es ja echt heldenhaft, mit wie vielen Menschen und mit wie vielen Rollen du eigentlich zu tun hast als Schulleitung und wie du versuchst, dort sozusagen die Erwartungen zusammenzuführen und Konzepte von einem sozusagen operationalisierst, an andere weitergibst, es irgendwie möglich machst und dazwischen wahrscheinlich auch öfter mal vermittelst. Weiß ich nicht, ist Schulleiterin für viele ein Traumberuf? Also wie sieht es mit Nachwuchs aus so in deiner Riege? Also ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass gerade an den kleineren Grundschulen niemand mehr Schulleiter oder wenige Schulleiter sein wollen. Das liegt unter anderem daran, dass also gerade meine Kolleginnen, die sehen ja, dass ich Klassenleitung habe. Das ist ja eigentlich schon eine Vollzeitaufgabe sozusagen. Und dann dazu noch die Schulleitung mache. Ich kriege dann oft rückgemeldet, boah, ich würde das gar nicht machen wollen. Um Gottes Willen, ich sehe ja, was du da machst. Es ist am Ende nicht gut bezahlt. Ich finde, es müsste deutlich mehr Geld geben für diesen Beruf oder aber, und das sage ich bewusst, oder aber mehr Leitungsstunden. Weniger Klasse, mehr Zeit für die Schulleitung. Ganz genau, mehr Zeit für die Schulleitung. Weil so ist es so, ich muss immer höllisch aufpassen, dass ich nicht in einen für mich dann doch Rollenkonflikt komme zwischen Klassleitung und Schulleitung. Und ich glaube, das ist so, meine Leidenschaft ist natürlich das Grundschullehramt, also die Grundschullehrerin. Ich meine, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch nicht Schulleiter geworden. Vorher war die Grundschullehrerin da. Und wenn ich eine Klasse habe, dann bin ich mit Leidenschaft in dieser Klasse. Und dann ist im Fokus diese Klasse, die Bedürfnisse dieser Kinder, diese Klasse jetzt auch in Corona-Zeiten am Laufen halten. Dann stülpt sich noch drüber die Schulleitung, weil ich muss mich ja auch um meine Kollegen kümmern. Und es ist sehr arbeitsaufwendig, es ist aufregend, du lernst sehr, sehr viel. Ich möchte nicht mehr zurück. Ich denke, dass du als Schulleiter, wenn auch vielleicht nicht im großen Rahmen, aber du triffst Entscheidungen, du kannst deine Träume zumindest verfolgen. Also wie die Schule, an der ich gerne Kind wäre. Das ist so meine Leitlinie. Also wie muss eine Schule sein, an der ich gerne Kind bin? Das kann ich natürlich nur dann verfolgen, wenn ich auch, sage ich mal, zumindest mitgestalten kann. Hast du viel Spielraum, würdest du sagen, in der Rolle? Ich glaube, ich könnte mehr machen, wenn der Tag mehr Stunden hätte. Ich glaube, dass wir Schulleiter einfach oft, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr ketzerisch, aber wir sollten öfter mal so Mutausbrüche kriegen und einfach mal probieren. Denn ich glaube, man könnte noch viel mehr ausloten, was geht. Es wirkt immer sehr starr, diese Beamtenstruktur. Aber ich denke, da ist Möglichkeit, was auszuloten. Das muss man aber wollen. Also und es sind Menschen aber da, die Ideen eher aufnehmen von euch und sagen, ja, macht mal. Ja, also es gäbe Unterstützer, ganz sicher. Und wenn Kinder sich wohlfühlen und wenn Eltern merken, da arbeitet ein Kollegium zusammen, da wird sich um das Kind gekümmert, da verliert man die Kinder nicht aus dem Blick. Wenn Eltern sagen, ja, mein Kind ist dort gut aufgehoben, dann habe ich ja schon wieder einen riesen Rückhalt und Eltern, die sich mit auf den Weg machen, sozusagen Schule wieder weiterzuentwickeln. Und Schule wird sich immer weiterentwickeln, Theresa. So wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Ich habe immer das Gefühl, Schule hinkt immer ein bisschen hinterher. Klar, es ist einfach ein starres System. Muss halt als Schulleiter akzeptieren, dass du nicht alle gleich mitziehen kannst. So wie das bei den Kindern ist, ist auch jede Lehrerin, also bei mir sind es fast nur Lehrerinnen, jede Lehrerin hat ja auch ihre ureigenste Art. Erstens hat sie ihre ganze Herkunft, ihre Vorstellungen von Schule, ihren familiären Background und das musst du ja alles mitsehen.
Ja, und das heißt, ich kann nicht sagen, so feldwebelmäßig und ich habe jetzt den und den Plan und ihr macht das jetzt mal alles. Das geht so nicht. Ich finde, Schulentwicklung muss teamorientiert laufen. Wie bei vielen Führungskräften, die sehr individuell auf ihre Mitarbeiter eingehen und die involvieren in viele Themen, damit die mit am Strang ziehen. Du lernst halt, oder jetzt in Corona-Zeiten, ich habe auf einmal gesehen, wozu Kolleginnen fähig sind, wie sie sich entwickeln. Und das brauche ich als Schulleiter wieder, wo ich sage, hey, die könnte ich ja ansprechen, vielleicht würde die das so und so machen. Oder vielleicht würde die da eine Fortbildung für uns machen. Oder, boah, die hat ja da die tolle Stärke. Vielleicht kann die auf einer Lehrerkonferenz mal erzählen, wie sie das gemacht hat. Also, dass alle mehr voneinander wissen. Und zwar, wo sie sich eben auch Hilfestellung holen können. Und dass du nicht ein Einzelkämpfer bist. Das habe ich auch selber, als ich angefangen habe als Grundschullehrer, gemerkt. Es gibt bei uns sehr, sehr viele Einzelkämpfer. Wenn du so, ich sag mal, 15 Einzelkämpfer nebeneinander hast, damit kannst du keine Schulentwicklung machen. Das geht nur gemeinsam. Das geht nur gemeinsam. Und durch voneinander lernen, miteinander lernen. Auch akzeptieren, dass die Älteren mehr Erfahrung haben, dass aber die Jüngeren vielleicht, was Unterrichtsentwicklung betrifft, auf dem neueren Stand sind und da sich einfach gegenseitig bereichern. Mhm. Du hast eben gesagt, eigentlich wird ja Grundschulleitung zu gering bezahlt. Würde ich auch übrigens unterstreichen, glaube ich, sofort. Auch allein von den Aufgaben, die du mir so geschildert hast. Warum sollte man es gerade trotzdem machen? Du hast eben gesagt, ein Job ist das nicht. Nee, das musst du mit Leidenschaft machen, sonst geht das gar nicht. Du musst Menschen lieben, sonst kannst du den Beruf nicht machen. Und für mich ist es immer wieder faszinierend, die Talente in jedem Kind zu sehen. Und für mich sind das immer Sternstunden, wenn Kinder sagen, jetzt habe ich es verstanden und oh, ist das toll und können wir das nochmal machen? Und ja, es gibt auch Dinge, die finden Kinder nicht so toll und ich auch nicht. Also gleiches Recht für alle. Und das gehört halt auch zum Lernen dazu. Aber ich bin jedes Mal, also gut, ich bin, das muss man sagen, ein sehr emotionaler Mensch, aber ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich so eine vierte Klasse abgebe, wenn die dann in die große Schulwelt dackeln und wenn ich dann so... Wenn ich dann so Rückmeldung kriege, ich habe nämlich jetzt gestern eine Rückmeldung gekriegt von einem Mädel hier aus dem Dorf, da habe ich mit der Mutter gesprochen und dann habe ich gesagt, und wie geht's? Und dann hat sie noch erzählt, ja, es war am Anfang schwer, aber jetzt sehen wir erst, wie viel die Kinder gelernt haben. Die haben durch Corona nichts verpasst. Man hat in den fünften Klassen gemerkt, wie viele Kinder über Monate einfach abgestürzt sind und diese Fünftklasslehrer merken das jetzt, weil die Leistungen der jetzigen Fünftklässler, weil das so weit auseinander geht. Und nein, in Adelsried, die Kinder, die haben gelernt und dann denke ich mir, ja, das haben wir, da klopfe ich mir nicht auf die Schulter, sondern es ist eher so, dass ich sage, schön, dass es geklappt hat, die Leistung wird gesehen. Dann ist es für mich, es hat sich gelohnt, auch die Auseinandersetzung mit dem digitalen Lernen, es bestätigt wieder, dass wir auf einem guten Weg sind. Das schafft Befriedigung. Und was ich besonders spannend finde, ist, du siehst ja Kinder in einer ganz bestimmten Zeit. Erste Klasse bis vierte Klasse. Und natürlich lernst du in dieser Zeit über die Kinder, was können die schon gut und wo tun die sich leicht und so. Was siehst du denn noch in diesen Kindern? Also wenn ich mal von außen anfange, denke ich tatsächlich, der Begriff kommt nicht von mir, aber dass Kinder schon die Visitenkarten ihrer Eltern sind. Das heißt, die Kinder bringen ihre Erfahrungen aus ihrer Familie mit. Also gerade ihr Sozialverhalten, ihr Arbeitsverhalten spiegelt einfach ganz viel ihre Erfahrungen, die sie bis jetzt haben. Und diese Erfahrungen haben sie ja im Kindergarten gemacht und im Elternhaus. Man sieht einfach, ja, wie Kinder sich dann weiterentwickeln, wie sie neue Lernimpulse aufnehmen. Ich sehe zum Beispiel, ob ein Kind begeisterungsfähig ist, ob ein Kind sich auf Dauer für, ich sag mal, auch trockenen Lernstoff motivieren lässt. Ich sehe, wie Kinder langsam ein Arbeitsverhalten entwickeln. Ich entdecke in Kindern auf einmal eine Zähigkeit beim Lernen, wenn es sie interessiert. Gibt für dich Rückschlüsse darauf, wie die Kinder bis dahin erzogen wurden oder wie sie auch während der Schulzeit auch weiter gefördert werden? Also hast du da so eine Idee, wie das zu Hause dann abläuft? Du kannst, wenn du genau hinschaust, siehst du, wie ein Kind zu Hause gesehen wird. Du siehst, ob der Erwartungsdruck von Eltern so groß ist, dass das Kind sich eigentlich nur noch sehr, sehr angepasst verhält. Das ist sehr traurig. Du versuchst dann, als Lehrerin, versuchst du dann das Kind so, ich sag mal, zu lösen, dass es sich einfach aus diesem Korsett ein bisschen befreien kann. Ist nicht einfach. Du siehst einfach, wie Eltern mit ihren Kindern zu Hause leben, was
die Eltern für Erwartungen an das Kind haben, aber auch was für Familiennormen dem Kind mitgegeben werden oder dem Kind vorgelebt werden. Denn so verhält sich das Kind ja auch im sozialen Miteinander mit den anderen Kindern. Wir haben ja hier schon eine prädestinierte Situation, glaube ich, hier. Ne? Wir sind hier in einem schönen dörflichen Umfeld. Ich glaube, relativ wohlhabender Bereich. Also zumindest, wenn man mal so auf Deutschland guckt, dann, glaube ich, geht es uns hier in dem Bereich sehr gut. Wir haben auf der einen Seite eine Dorfstruktur mit, ich sag mal, gesundem Mittelstand. Wir haben aber jetzt gerade da, wo wir beide jetzt wohnen, im Nachbardorf sozusagen von der Schule, wir haben hier eine akademische Elternschaft, die alle hohe Erwartungen an ihre Kinder haben. Und ich finde es nicht mehr witzig, wenn Kinder, sobald sie auf die Welt kommen, auf dem ersten Body steht, Abi 2035. Oh. Weil ich einfach da schon merke, es soll witzig klingen, aber das ist nicht witzig. Also ich bin immer pro Kind und wenn ich mir denke, was von Kindern verlangt wird teilweise, wie Eltern ihre Erwartungen auf Kinder übertragen und dann auch enttäuscht sind. Kinder nehmen diese Enttäuschung wahr, selbst wenn Eltern das nicht kommunizieren, das läuft unbewusst. Ich finde es furchtbar traurig, wenn ich Kinder habe, die sagen, ich kann das sowieso nicht, ich bin blöd. Was machst du dann mit solchen Kindern? Dann musst du dich als Lehrer zurücknehmen und suchst alles Mögliche, um dem Kind klarzumachen, du bist gut, so wie du bist wertvoll, du hast ganz tolle Talente. Was würdest du Eltern empfehlen, die vielleicht auch merken, dass ihre Erwartungen, möglicherweise, meistens sind es ja Erwartungen, die sie auch an sich selbst richten, auch beruflich. Auch gesellschaftlich hier im Dorf. Wir haben zum Beispiel Kinder, die sollen auf die und die Schule, weil die Oma das so möchte oder weil der Opa das so möchte oder weil die ganze Familie schon auf dieser Schule war. Da ist dann nicht der Blick auf das Kind, sondern da ist das Kind eine Säule in diesem Familiengeflecht und das muss da mit. Und was würdest du den Eltern empfehlen? Ich kann mir schon vorstellen, dass die eine Mama oder Papa jetzt abends denken, ich merke, das, was ich meinem Kind da aufbürde, schafft es vielleicht nicht. Ja? Und was mache ich dann als Eltern, um da gut rauszukommen, um vielleicht auch ohne Gesichtsverlust gegenüber meinen Verwandten, die das fordern? Wie sage ich dem Kind, dass es plötzlich doch okay ist? Da gehört sehr viel Elternarbeit dazu. Du musst Eltern offen gegenübertreten und du sollst versuchen, Eltern zu verstehen. Also nicht dieses, was machen sie denn da mit ihrem Kind und sie üben Druck auf, damit schafft man gar nicht, sondern du musst ja sehen, dass du mit Eltern in ein wirkliches Gespräch kommst, dass sie sich öffnen. Dann hilft natürlich auch einfach wirklich die Sachlage, dass man sagt, bitte jetzt einfach mal nur zuhören. Wir schauen uns jetzt einfach mal dieses ganze wunderbare Schulsystem an. Was, also wunderbar nicht sicher, was den Übertritt angeht, den halte ich für absolut falsch. Vom vierten auf den fünften. Ja. Ah, den halte ich wirklich, ich darf das auch so sagen, nee, den halte ich für falsch. Punkt, da gibt es kein Euphemismus, genau. Aber zu sagen, okay, was ist denn, wenn das Kind ein Jahr auf die Mittelschule geht und da nochmal wiederholt und dann vielleicht auf die Realschule geht? Oder ganz anders, was ist denn, wenn das Kind auf die Realschule geht und dann auf die FOS geht oder dann später entscheidet, sogar auf das Gymnasium zu gehen? Es gibt so, so viele Wege. Mhm. Und Eltern, die Angst zu nehmen, dass dieser Übertritt so fest gemeißelt ist für die restliche Zukunft des Lebens. Ich kann das nur unterstreichen. Ich war auch in der Grundschule so grottenmittelmäßig, dass ich auf der Realschule gelandet bin, zu Recht. Fünfte, sechste Klasse, da hatte ich so Angst vor meiner Lehrerin, dass ich dann Gas gegeben habe, glaube ich. Heute bin ich ihr sehr dankbar. Und dann musste ich wollte es gar nicht mehr aufs Gymnasium. Aber meine Eltern haben da zum Glück damals dann das mit unterstützt, sodass ich dann auch aufs Gymnasium ging. Wobei das heute im Nachhinein, würde ich sagen, ist gar nicht wichtig, weil diese Durchlässigkeit des Schulsystems ist so groß, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Gymnasium ist heute nicht mehr wichtig. Wir haben so viele tolle Handwerker hier in diesem Podcast, die ihren Beruf lieben und die darin erfolgreich sind und ja, auch eine ganze Menge Geld verdienen zum Beispiel. Also, und da Wertschätzung bekommen. Das Gymnasium ist überhaupt kein Muss. Aber wenn man es will und wenn man das beruflich braucht, dann ist da ganz viel Weg, oder?
Nein, es ist, erstens ist da ganz viel Weg und ich sehe es genauso, wenn ich Kinder erlebe, die sich von mir aus im Deutsch schwer tun. Also die tun sich einfach schwer. Die wollen einfach nicht gerne lesen. Die machen gerade das Minimum, weil es ihnen einfach schwer fällt. Das ist ja so ein Teufelskreislauf. Aber wenn ich dann sehe, wie die im Fach Werken aufgehen, wie die Sachen schnitzen oder wie die Sachen töpfern, wie die mit ihren Händen umgehen, wie kreativ die sind, dass ich mir denke, da ist das Talent vom Kind. Das heißt es zu fördern, zu wertschätzen. Das andere kommt schon mit. Das Kind verblödet nicht, nur weil es vielleicht nicht aufs Gymnasium geht. Das ist genau das Wichtige. Aber da braucht es viel Überzeugungsarbeit in Gesprächen mit Eltern. Und du das Thema Talente ansprichst, wenn Kinder zu dir in der ersten Klasse kommen. Ich meine, du wirst ja relativ schnell merken, was ihnen zumindest mal so leichter fällt. Bist du jemand, der sagt, man kann prinzipiell, wenn man sich für was begeistert und wenn man gute Lehrer hat, vielleicht auch gute Vorbilder, kann man alles lernen? So prinzipiell? Prinzipiell, das ist ein schönes Wort. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel lernen. Und ich glaube, es ist wichtig, offen zu bleiben für alles Neue und nicht sich auf einen Weg festlegen. Ich meine, das siehst du ja heute in der Berufswelt, dass es auf einmal möglich ist, von einem Beruf in den anderen zu springen, was vor Jahrzehnten ja undenkbar war, dass ich mit 30 nochmal neu anfange oder sogar mit 40 oder Ja, sogar nochmal mit 50. eine Freundin von uns, die hat jetzt mit 50 ihre Facharztprüfung gemacht, weil sie sich kurz nach 40 überlegt hat, nochmal Ja. zu studieren. Und die ist heute Ärztin, angesehenste Ärztin. Das Ja. wollte sie mit 30 noch nicht. Du kannst nicht alles lernen, weil ich glaube, dass jeder Mensch besondere Talente hat und einfach auch bestimmte Dinge nicht kann. Also schau mich an, du kannst mich in jeder Stadt aussetzen, ich finde nicht zurück. Ja, ich gehe verloren. Und es wird sich auch nicht ändern. Ich habe gelernt, mit dieser Situation zu leben. Ich habe mir Krücken gebaut. Dank iPhone, dank allem Möglichen komme ich natürlich überall zurecht. Aber ich wollte einfach sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind, glaube ich, wirklich im menschlichen Gen verankert, dass man etwas kann oder dass man etwas nicht kann. Nicht umsonst gibt es Menschen, die sich sehr zur Sprache hingezogen fühlen und andere wiederum, die sich doch mehr zur Mathematik oder zur Naturwissenschaft hingezogen fühlen. Wobei ich ja die Hypothese hätte, dass wir Menschen sowas ganz früh vielleicht auch schon von Vorbildern gelernt haben, ohne dass wir das jetzt so Lernen nennen würden, weil Papa vielleicht ganz besonders mathematisch uns schon immer herausgefordert hat, so war zum Beispiel meiner, oder mein Papa schon immer das Thema Orientierung als Kind, also mich immer gefragt hat, im Wald schon, und Theresa, wo müssen wir denn jetzt hin? Dass das Thema Orientierung für mich schon immer Teil des Lebens war oder Mathe schon als Kind, als ganz kleines Kind Teil des Lebens war und man mir das auch klar gemacht hat, dass es ganz natürlich ist, das zu können. Und Sprachen zum Beispiel als Kind nie eine Rolle sprachen. Also die Sprache, die ich ganz besonders kannte als Kind, ist Dialekt. Den kann ich hervorragend. Und dass ich mal Englisch lernen würde und das auch noch beruflich nutzen, ist mal ganz weit weg von meinem sogenannten Urtalent. Das hätte mir früher nie irgendjemand auf den Ja, Kopf zugesagt. ich stimme dir zu, dass die Umwelt dein Lernen mitprägt oder dein Können auch. Aber wenn ich jetzt auch wieder als Mutter von drei erwachsenen Kindern denke, ich habe drei Kindern vorgelesen bis zur Vergasung. Ich habe sämtliche Astrid Lindgren-Werke drei Kindern vorgelesen. Ich habe sämtliche Erich Kästner-Werke, sämtliche Ottfried Preußler-Werke, wirklich drei Kindern. Und ich habe es gern getan. Also daran siehst du, ich mag ja sowas auch. Ja, und wieso habe ich ein Kind, was überhaupt nicht gerne liest? Alle drei haben das Gleiche genossen. Und trotzdem haben sich alle schulisch unterschiedlich entwickelt, sind alle in unterschiedliche Bereiche gegangen. Und das kann ich mir auch vorstellen, da geht es wahrscheinlich in der Grundschule auch so, du machst einen Unterricht und was die aber einzeln davon mitnehmen, ist ja auch wieder so individuell. Jeder kommt mit seiner Geschichte, Ich seiner glaube, Leidenschaft oder seinem Hass für das Thema in dem Moment oder das ist was ganz Wichtiges, was schwerfällt, Eltern zu vermitteln. Diese konstruktivistische Denkweise, dass man sagt, nur weil ich etwas erkläre, heißt das noch lange nicht, dass alle Kinder nicht nur zur gleichen Zeit, sondern das auch so aufnehmen. Weil jeder verbindet das, was ich jetzt den Lernstoff
knüpft es ja in seinem Hirn mit seinen Erfahrungen zusammen. Und jedes Kind hat ja andere Erfahrungen gesammelt. Also kann das gar nicht sein. Also das wäre ein großer Irrtum in den Köpfen von Lehrerinnen oder Lehrern, die sie ja Gott sei Dank nicht haben, zu denken, nur weil man das gesagt hat, ist das jetzt bei allen auch so angekommen. Das kenne ich bei so vielen Seminaren oder auch Vorträgen, habe ich die Erfahrung gemacht, es kommen Menschen zu einem, die sich am Schluss für was bedanken, dass ihnen das Folgende klar geworden ist, wo ich denke, ja, bei mir, in meinem Thema, ja, weil da haben sich Menschen mit bestimmten Themen beschäftigt, nehmen was auf, verknüpfen das neu. Ich musste auch lernen, als Seminarleiterin, als Speakerin, dass ich total loslassen muss, dass ich keine Kontrolle über das habe, was dann damit mit Menschen passiert, dass ich es auch oft gar nicht einschätzen kann. Also ich habe immer so eine Hypothese, versuche mir viel Rückmeldung zu holen, um zu gucken, was passiert, wo braucht es denn noch was? Und diese Offenheit, dieses Lockerlassen, ich glaube, dass das grundsätzlich einigen Menschen schwerfällt. Und das war jetzt, um den Bogen wieder zu spannen, zu Corona. In diesen Pandemiezeiten mussten wir Grundschullehrer locker lassen. Wir konnten nur noch begleiten. Wir konnten Material aufbereiten. Wir konnten den Kindern zuhören. Wir konnten sie anschreiben. Wir konnten telefonieren. Wir konnten Videochatten, alles Mögliche. Aber wir mussten sie machen lassen. Unsere Schäfchen. Und das ist sowas, dadurch wirst du, finde ich, nach diesem ersten Schreck wird man dann aber mutiger und denkt, wenn die Kinder dir dann zurückmelden, doch, das geht, dann wirst du ja immer mutiger als Lehrer und versuchst dann natürlich auch offener den Unterricht zu gestalten. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass einige dadurch auch selbstständiger wurden, was euch vielleicht an einigen Stellen auch überrascht hat. Ne? So. Nicht nur das, mir haben auch Eltern rückgemeldet, also es gibt sicher, das ist Fakt, Kinder, die haben verloren. Die haben verloren in den letzten Schulmonaten des letzten Schuljahres, weil ihre Eltern nicht die Zeit, die Kraft, die Möglichkeiten hatten, sie so zu unterstützen, wie diese Kinder ganz individuell das gebraucht hätten. Und es gibt aber genauso Kinder, die, sage ich mal, die Sensiblen, die vielleicht in einer großen, vielleicht sogar lebhaften Klasse oder ganz sicher lebhaften Klasse immer etwas zu kurz kommen und die jetzt zu Hause diesen Rückzugsort hatten und den Unterrichtsstoff bekommen haben und die haben gar nicht verloren, die sind sogar aufgeblüht. Man kann da gar nichts pauschal sagen. Für mich ist es einfach nur ein Beobachten, ein Staunen, daraus Überlegungen zu treffen, wie kann ich das jetzt weitermachen, denn es wird ja weitergehen. In einer gewissen Weise wird es weitergehen. Ja. Und ich glaube, wir haben alle in dem letzten Dreivierteljahr sowas von dazugelernt. Ja. Also ob Eltern, Schüler, Lehrer, überhaupt, wie sie den Alltag bewältigen, trotzdem lernen, trotzdem arbeiten. Ja, also ganz sicher. Ich glaube, einiges davon wollen wir nicht mehr missen. Angenommen, in 1,5, 2 Jahren ist eigentlich das Thema Pandemie vorbei. Was glaubst du, wie wird sich Schule verändern, weil ihr diese Erfahrung gemacht habt? Gut, nicht nur die Grundschule, die Schulwelt allgemein hat sich jetzt schon verändert und da gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Wir hängen in Deutschland absolut hinterher, was die Medienerziehung angeht. Und ich denke, die Anstrengungen, die jetzt gemacht worden sind von sämtlichen Schulen, ich sag mal, zumindest aufzuspringen auf diesen digitalen Zug, der wird nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen, aber auch, sondern das muss weitergehen. Wobei, wie gesagt, was mir noch wichtig ist, ist nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Mir ist digitales Lernen wichtig, aber mir ist diese Beziehung, dieses Beziehungslernen zum Kind noch viel, 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 viel wichtiger. Das kann jetzt zwar nur für die Grundschule sprechen, es wäre sonst keine Grundschule mehr. Ich finde, Kinder haben auch das Recht, einen Lehrer zu haben, eine Beziehung aufzubauen, eine Beziehung zu anderen Schulkindern aufzubauen. Und das kann digitales Lernen nicht. Das kann ich mir so gut vorstellen. Weil das, was du über die Grundschule berichtest, ich glaube, das wäre von außen jedem im Vorhinein schon klar gewesen, dass Grundschüler es brauchen. Wenn ich jetzt in die Gesellschaft gucke, wer will denn heute wirklich 5 Tage Homeoffice machen in der Woche? So viele sehnen sich nach ihren Kollegen, sehnen sich nach ihrem Austausch direkt mit den Mitarbeitern. Es ist so wertvoll, mit Menschen direkt an einem Tisch was besprechen zu können, Projekte zu machen. Ich sehe das überall, auch im Handwerk. Wie schön ist es wirklich, sich die Klinke in die Hand zu geben oder das Werkzeug nebeneinander zu nutzen. Überall, wo wir sind. Auch wir haben jetzt erst verstanden, was es bedeutet, Kunst zu erleben. Wir alle haben die MP3s aus Spotify und hast du nicht gesehen? Sowas von dicke, aber wir wollen mit Menschen im Arm zusammen singen. Wir wollen in Partys oder in Konzerten sein
und das miteinander erleben. Ja. Also neben natürlich der ganzen, neben dem familiären Austausch. Also auch ich merke es im Speaking oder auch im Seminar. Ja, es gab jetzt viele Online-Seminare und die virtuellen, das ist wunderbar. Da gucken einen Menschen an, meistens mittlerweile auf 5x5 Zentimetern auf Zoom-Größe. Mhm. Und ich war dieses Jahr trotzdem zweimal zwischen den Lockdowns im Live-Seminar im Raum und es ist einfach eine ganz andere wertvolle Atmosphäre. Ja. Und Lernen ist auch für Erwachsene viel wertvoller. Da passiert viel mehr, wenn wir zusammen in einem Raum sind. In einem Klassenzimmer. Ich finde das schon schwer mit Maske. Das ist auch zum Beispiel was. Ich habe vorher diese Smiley-Go-Maske gehabt, die dürfen wir ja nicht mehr aufsetzen. Weil ich mir gedacht habe, wie soll ich denn den Kindern, wie sollen die denn meine Mimik erkennen? Das ist sowas Wichtiges für Kinder, dass sie sehen, oh, wie ist denn die Frau Westphal drauf? Und schmunzelt die, lacht die? Oder wie ist das denn jetzt gerade, auch wenn ich jetzt gerade da irgendwie gequatscht habe? Oder aber auch, dass ich sehe, dass ich beim Kind wahrnehme und mit Maske geht es so schwer, dass ich denke, ist die jetzt schüchtern? Würde die sich jetzt trauen, was zu sagen? Oder sehe ich an den Augen, die hat das jetzt nicht verstanden. Du musst jetzt vorsichtig sein und musst nochmal nachspüren, ob sie das jetzt versteht oder du musst nochmal eine andere Aufgabe nachlegen oder sonst irgendwas. Das siehst du mit Maske auch nicht besonders gut. Das hat ja die Anne Hubert-Roth hier im Podcast, die hat das ja beschrieben, sagt, mit Maske sieht man ja eine ganze Menge, aber natürlich müssen wir da vis-à-vis 1:1 stehen, dann ist das alles groß genug, dann können wir an den Augenfältchen sehr wohl sehen, lacht ja. einer oder nicht. Aber natürlich bei 20 Kindern im Raum bis nach hinten zu schauen und dann in Anführungsstrichen noch hinter die Maske, stelle ich mir wirklich. Ja, oder bring mal Grundschulkindern Englisch bei. Das TH mit Maske, fantastisch. Das sind ganz neue Herausforderungen. Ja. Aber dann behalten Sie die Spucke wenigstens bei sich am Anfang. Das stimmt. Und Bettina, wir sind ja hier im Die Neuen Helden Adventskalender. Du bist Türsteherin des 23. Türchen. Welches Stückchen Schokolade hast du für die neuen Helden dabei? Ich würde mir wünschen, dass Kinder so sein dürfen, wie sie sind. Dass man einfach schaut, wie bin ich und nicht, wie müsste ich nach den Erwartungen von Erwachsenen, egal wer es jetzt ist, sein? Das würde ich mir für Kinder wünschen, dass sie einfach sich entwickeln dürfen, dass sie Unterstützung bekommen. Genau. Dass sie nicht in eine Schablone reinpassen genau. müssen, die ich mir vorher überlegt habe oder durch die Gesellschaft irgendwie auferlegt genau. ist. Dass sie nicht dafür da sind, Erwartungen zu erfüllen, die jemand anders an sie hat. Und dass das, was sie machen, dass es einfach wertgeschätzt wird. Wow. Und wenn ich das noch ein bisschen vergrößern darf, liebe neue Helden, ich glaube, das gilt nicht nur für Kinder, das gilt mit jedem Mann, den wir so vor uns haben, dass der nicht unbedingt in unsere Schablone passen muss, sondern dass wir vielleicht mal mehr darüber staunen sollten, was dieser Mensch so ganz individuell mitbringt. Das sind manchmal Qualitäten, die wir vorher noch gar nicht sehen konnten. Genau, und übrigens, morgen ist Heiligabend. Vielleicht kann man das einem ein oder anderen Menschen morgen gleich ausprobieren und sei es nur telefonisch, wenn man mal so hinhört, was der andere so mitbringt. Bettina, es war mir ein Fest, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Diese vielen Einsichten ins Schulsystem, ich hatte, gebe ich zu, keine Ahnung. Ich dachte, es geht hier nur um Klassenarbeiten und Mathe und Physik oder Werken. Da ist für neue Helden noch viel, viel mehr drin an Aufgaben. Liebe neue Helden, guckt euch das an und wenn ihr Lust auf Schulleitung habt, ich glaube, Bettina würde auch noch 1:1 ein bisschen briefen, damit ihr diesen Schritt wirklich geht. Ja, wir sind im Adventskalender. Morgen kommt das letzte Türchen am 24. Da gibt es das Making-of. Ich freue mich schon wie Bolle, das alles schön zusammenzuschneiden für euch, liebe neue Helden. Bis dahin macht's gut, habt eine gute Zeit und gemeinsam gestalten wir die Welt. Thank you.